Mit anderen Worten, der Standard ist eigentlich eher scheiße hier. Ne, die scheinen hier wirklich sehr häufig auch die Häuser einfach nur für den Sommer zu bauen und dann ist im Winter in den Häusern keiner drin und dann verschimmeln die, weil da alles wie Hechtsuppe durchzieht und keiner heizt und bla bla bla. Und dann verfällt natürlich dann halt auch eben der Lebensraum wieder. Und kurz mal ein paar News aus meinem Leben, weil bei mir tut sich ja auch immer wieder was und so wird dieses jetzt letztendlich eins meiner letzten Videos von der Boot, ja, und weil ich ja, wie ich schon angekündigt hatte, schon seit Anfang des Jahres, da hatte ich das zugesagt und hatte das im Sommer auch, als ich auf der Bäckerfinker gefragt wurde und gefragt wurde, wie lange ich denn da bleiben würde, ich doch keine Ahnung, eigentlich wollte ich Ende Juni das mit dem Boot machen, und aber auf jeden Fall habe ich im Dezember einen offiziellen IHR-Auftrag, ne, richtig Auftrag, also ich brauche jetzt gar nichts zu besetzen oder retten, aber ich kann helfen, Lebensraum als solchen zu erhalten für die nächsten 5 Wochen, wo die Michi nämlich in Deutschland ist und ihre Hunde hier sind und ich in ihrer Casita wohnen kann, damit die Hunde nicht allein sind. Und vor allen Dingen, dass jemand darin lebt, der halt auch abends dann mal das Feuer anmacht, damit die Bude nicht wegschimmelt, wie das hier so häufig passiert auf Mallorca. Weil wir auf einer Insel leben und sagen wir mal, der hiesige Baustandard für deutsche Bauarbeiter oftmals ein Grund ist, sich die Haare zu raufen. Gut ausgedrückt? Schön ausgedrückt. Ja, ne, in anderen Worten, der Standard ist eigentlich eher scheiße hier. Ne, die scheinen hier wirklich sehr häufig auch die Häuser einfach nur für den Sommer zu bauen und dann ist im Winter in den Häusern keiner drin und dann verschimmeln die, weil da alles wie Hechtsuppe durchzieht und keiner heizt und bla bla bla. Und dann verfällt natürlich dann halt auch eben der Lebensraum wieder. Und da ist halt eben immer wieder dann auch so, jetzt in Bezug auf meine letzten Videos, ich habe halt gefragt, wie es aussieht, ob die Deutschen so weit sind, einen Generalstreik zu machen, dass wir das zusammen machen können. Ich habe eine absolut klare und deutliche Antwort bekommen. Nein, interessiert kein Schwein. Wunderbar, dann weiß ich, dass ich mich auch im Moment nicht großartig weiter jetzt da, dass ich das jetzt im Moment nicht so in den, also mich da jetzt, keine Ahnung, macht ihr mal euer Ding, ich mach meins weiter, ich mache weiter und nicht erst ab 1. Dezember, ab dann könnten wir das halt eben, wenn Interesse bestünde, zusammen machen, aber mir ist das egal, was andere machen, ich mach weiter The World Becomes One und ich mach weiter IHR und ich mach weiter Generalstreik im Sinn von ne, einfach nicht mehr so leben, wie ich soll. Es geht nicht darum, nicht mehr arbeiten zu gehen. Es geht darum, einen ganzen Haufen Krempel nicht mehr mitzumachen. Ich kann hier unter dem Video mal einen Text posten, den ich zum Thema noch geschrieben hatte. Eigentlich wollte ich da ein Video draus machen, aber weil ich gerade in der Casita, wo ich jetzt im Moment schon wohne, zweimal schon da geschlafen habe, das hier ist jetzt im Moment nur noch Büro, aber ist verkauft worden und wird auch jetzt demnächst dann hier abgeholt. Das ist sehr schön, das ist prima. Hauptsache, es wird weiter verwendet. Und nächste Ding, ne, so, Hauptsache nicht irgendwie einfach irgendwo stehen, verrotten lassen. Und ja, von daher sind das alles sehr positive Sachen, die hier gerade passieren. So. Und ja, wie es dann ab Januar weitergeht, lasse ich noch ein Geheimnis sein. Ja, ich weiß es zum Teil ja auch wirklich selber noch nicht, weil es steht ja jetzt auch der Gerichtstermin wegen den taranischen Nummernschildern am 4. Dezember an, was noch sehr interessant werden dürfte. Und ja, ich bleib halt einfach am Ball, ne? Ich mach weiter Generalstreik. Ich mach das auch alleine, mir ist das egal.
Ich brauche da niemanden für. Und ich brauche da auch keine gelben Westen für, aber sagt mir, wenn ihr trotzdem Lust habt, sollte, kann sich ja morgen ändern, ne? Wer weiß, was morgen passiert, wo auf einmal alle sagen so, doch, wir sollten besser aufhören, die ganze Zeit zu machen, was wir sollten. Und zwar gemeinschaftlich. Und vor allen Dingen, am besten vor allen Dingen erstmal Hände zurück und vor allen Dingen erstmal aufhören, irgendwelche Feindbilder uns weiter aufdrücken zu lassen, weil das ist so. Wenn wir das schon mal hinbekommen, das ist gar nicht so schwer, wenn wir uns mal darauf konzentrieren, alle zusammen, einfach schon mal gerade aufhören, Feindbilder anzuerkennen, dann ändert sich in unserer Welt auf jeden Fall definitiv schon mal was. Es kann nicht sein, dass sich dann nichts ändert. Und lasst euch nicht von den blöden Gedanken davon abhalten. Ja, aber da werden sich nicht alle von, da werden nicht alle mitmachen und habt keine Angst vor denen. Selbst wenn die nicht mitmachen und selbst wenn die euch irgendwann wegschlotzen, was sie dann sowieso tun. Ob ihr jetzt bis dahin lebt oder nicht, das spielt aber für euch eine große Rolle, aber für die nicht. Das ist so, aber ich kann euch sagen, ihr werdet eure Angst verlieren, wenn ihr anfangt, euer Leben zu leben, automatisch. Weil ihr seht, dass die völlig unnötig ist. Und ein Schritt dahin ist tatsächlich erstmal dieses keine Anerkennung von Gegnern mehr. Ihr merkt das dann relativ schnell, dass ihr das tatsächlich auch merkt, dass das nicht nur auf Personen bezogen ist, sondern auch auf Situationen und so. Man hört auf, gegen alles Mögliche anzukämpfen. Vor allen Dingen gegen sich selber. Das sind alles Sachen, die dahinter stecken, wenn man da einmal mit anfängt. Das sind alles Sachen, die auf dem Weg dann begegnen. Na, wie gesagt, kann machen, wer will, kostet keinen Cent, aber ein Haufen Überwindung, das mag gut sein und wer die Eier dazu nicht hat, der lässt es halt eben sein. Das ist für mich völlig okay. Na, sich in einen Bürgerkrieg ziehen zu lassen, ist auch eine Wahl. Ist jetzt nicht meine, aber ich bin nun mal nicht alleine auf der Welt und wenn die Leute um mich herum halt lieber Krieg haben wollen, dann sollen die das machen, dann werde ich vielleicht irgendwann von einer Atombombe weggefetzt. Aber dann habe ich wenigstens bis dahin gelebt und meinen Spaß gehabt. Und nicht mir den Rest meines Lebens dann auch noch versauen lassen. Das ist mir so eine komische Marotte. So eine komische Marotte der Menschen, sich von allem das Leben versauen zu lassen. Geilste Beispiel für wieder. Gerade hier, ne, Gudrun mir gerade noch eine Nachricht geschickt. Ja, pass auf, wenn du von deinem Boot runterkommst. Ich bin gerade voll in eine Hundescheiße getreten, die da mitten auf dem Weg liegt. Ja, ich habe die schon gesehen, als ich hochkam und bin nicht reingetreten. Aber was das für mich bemerkenswerte war, sie erzählte das lachend. Das war nicht so schlimm, war kein Drama. Da tritt man in die Hundescheiße und dann geht man weiter, wischt sich einen Schuh ab und macht weiter. Wieso machen wir das nicht immer in unserem Leben? Wieso? Wieso machen wir ein Drama aus allem? Gruß an Melli. Aber ey, mal ganz im Ernst. Die meisten Leute treten symbolisch in die Scheiße und dann ziehen die nicht den Fuß da raus und machen den sauber und gehen weiter, sondern dann stapfen die mit dem zweiten Fuß da auch noch rein. Und dann wird da sich richtig drin, dann schmeißen die sich da rein und wälzen sich drin rum. Und wenn die Scheiße nicht ausreicht, sich komplett damit zu bedecken, dann schmeißt man sich in den nächsten Haufen. Nicht? Also ich kenne sehr viele Leute, die das so handhaben. Und vielleicht regt es bei dem einen oder anderen mal irgendwie so ein bisschen an, sich nicht so in der Scheiße zu suhlen. Die Scheiße, die uns die Mainstream-Medien jeden Tag zur Verfügung stellen, um uns darin zu suhlen. Warum machen wir das? Einfach weil das alle machen? Das war für mich irgendwann keine Entschuldigung mehr, für das weiterzumachen. Vor allen Dingen mir selber gegenüber nicht. Vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, dass ich darunter ständig leide. Und die Frage dann aufkam, warum soll ich es weitermachen? Naja, jedem das Seine. Macht, was ihr möchtet. Wer möchte, kann hier mitmachen. Es findet weiterhin auf jeden Fall statt. Ne? Wie gesagt, nicht nur ich habe da sehr viel schon von gehabt dieses Jahr. Wir haben noch nicht das mit dem Burning Man erreicht, aber ey, auf jeden Fall das mit der Bäckerfinker.
Und noch so einiges anderes eigentlich auch. Ne? So, und ja, ne, eine Anregung hätte ich schon mal noch direkt, wo wir hier gerade von reden, was man tun kann. Ich kenne und mir begegnet, also es ist tatsächlich, es ist erschreckend, wie viele Leute, die ich persönlich kenne, Freunde von meiner Familie sind, die mir gerade erzählen, ey, Bauch, ich muss dann und dann raus. Weil die alle ihre Mieten nicht mehr bezahlen können. Weil die hier angezogen werden wie sonst was. Und hier landen gerade tatsächlich immer mehr Leute auf der Straße. So, und wenn man jetzt meint, man würde hier von irgendwelchen Pennern noch reden, die irgendwie, was weiß ich was, lieber betteln als arbeiten zu gehen oder sonst irgendwas. Das sind Leute, die könnten definitiv Wohnungen mieten. Wenn die Mieten in irgendeiner Form mal rational abgesteckt wären und nicht nur auf Kurzzeitvermietung jetzt angepasst würden und von den Leuten bezahlt würden, die hier mal kurz in Urlaub fahren und für eine Woche, dann kein Problem, zahlen wir halt 200 Euro für eine Woche oder auch sogar 800 Woche für eine Woche. Das ist den meisten Leuten nicht bewusst, die diese Angebote annehmen. Aber dafür landen hier auf Mallorca und auf Ibiza und auf Menorca auch Leute auf der Straße. Und ich rege einfach mal dazu an, darüber nachzudenken, meinetwegen auch offen, was man eventuell tun kann, um diesen einen Missstand der immer größer werdenden Obdachlosenzahlen, da gehen mittlerweile ganze Familien mit rein, wusch, wusch, das wird immer größer. Und diesen anderen Missstand verfallender Bauten, die darauf warten, verkauft zu werden, zu horrenden Summen. Das Problem sind die Vorstellungen von den Verkäufern, was das hier wert sei. Und solange so ein paar Vollidioten hier einfach so, ja, weil die das zahlen können, kein Problem, scheiß drauf, dann legen die da 2,5 Millionen für eine Finca hin, die eigentlich bestenfalls 1 Million wert ist. Und dann hat aber auf einmal alles rumrum, meint dann, oh nee, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und dadurch bekommen die dann aber ihren Scheiß nicht verkauft. Und deswegen passiert sowas wie bei der Finca von dem Bäcker. Aus genau demselben Grund. Er hat sie für 15 Millionen nicht verkauft bekommen. Vielleicht hätte er sie für 10 Millionen verkauft bekommen. Wert war sie vielleicht, habe ich gehört von Experten, bestenfalls 5. Mehr kann er nicht reingesteckt haben, hat es einmal gehießen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das da gerade so vor sich hin passiert und dass das da so gerade vor sich hin passiert. Und Leute, die gerade wirklich Lust haben, in ihrem Leben was zu ändern, könnten einfach mal gucken, wie sie für sich in diesem Ding, was sie ihr Leben nennen, diese beiden Faktoren zu etwas Positivem kombinieren können, indem sie sagen, ey, bevor ich auf der Straße sitze, kann ich dir helfen, deine Immobilien nicht verfallen zu lassen und zu gucken, dass sie wenigstens so viel wert ist, wie du dafür haben möchtest, damit du sie verkauft bekommst. Wenn du sie verkauft bekommst, gehe ich woanders hin. Weil wenn wir es installieren als eine Möglichkeit, so wie ich das damals im Sommer schon gesagt habe, als ich auf der Bäckerfinker war, das wird jetzt nicht in den Medien kommen. Ey Leute, denkt doch mal darüber nach, das sind Sachen, die wir machen müssen. Da müssen wir einfach langsam mal von selber drauf kommen. Wir müssen aufhören, darauf zu warten, dass irgendjemand kommt, der uns in den Frieden diktiert. Zumal ihr an mir seht, dass ihr dann sowieso nicht folgt. Warum wartet ihr also weiter auf so jemanden, dem ihr nicht folgen würdet? Und ich bin froh, dass ihr mir nicht folgt. Ich möchte, dass ihr euch selber folgt. Und wenn ihr weiter Krieg machen wollt, dann akzeptiere ich das für mich. Wenn ihr weiter euch gegen alle möglichen Sachen und Leute aufhetzen lassen möchtet und euch an dieser Hetze beteiligt, dann ist das für mich völlig okay. Ich mach's trotzdem nicht mit. Für mich war das halt nur eine Lösung, die ich umgesetzt habe, um aus meinem Leiden rauszukommen, nachdem ich es wirklich irgendwann mal ernst gemeint habe, dass ich gesagt habe, ich will so nicht mehr und es muss sich was ändern. Und dann habe ich mir an die eigene Nase gepackt. Glücklicherweise. War eigentlich fast ein Zufall. Naja, eigentlich hat mir das Universum mit Scheunentoren gewunken und es wäre also so blind konnte ich dann wirklich nicht mehr sein.
Und dann habe ich aber angefangen, an mir was zu ändern. Und das hat geholfen. Und das ist überhaupt gar nicht schwer. Und das kann man unabhängig von irgendwem anderen. Und ich bin so dankbar, dass ich heute ein Gespräch mit der Maria führen durfte, die mir erzählt hat, dass sie jetzt gerade erstmal für 4 Wochen krankgeschrieben ist, weil sie einen Burnout hat. Und ich sage, hey, Bo, super, du bist ohne an dem Streik. Ich sage, jetzt kannst du einfach, jetzt zieh dir noch eine gelbe Weste an und dann bist du ganz offiziell dabei. Und dieses Ding kannst du locker auf ein halbes Jahr dehnen, wenn du eine Auszeit brauchst. Aber nutze diese Auszeit jetzt nicht für irgendwie, sondern komm erstmal zu dir. Und dann kommt zu dir. Schaffe dir einen Raum, und krankschreiben ist definitiv eine durchaus legitime Option. Vor allen Dingen in einer solchen Situation, wo man sowieso gerade völlig verzweifelt ist und nicht mehr kann und keine Power mehr hat und die Welt und das Leben scheiße findet. Dann lasst euch krankschreiben. Ihr habt euch das mehr als verdient, wenn ihr in dieser Situation seid. So viel kann ich euch sagen, weil dann habt ihr euch kaputt geschunden und dürft das ruhig mal in Anspruch nehmen. Und wenn wir das jetzt noch alle zusammen machen, dann haben wir sogar die Möglichkeit, noch was viel Größeres daraus zu machen. Aber wichtig ist dabei, dass die gewonnene Zeit jetzt endlich mal sinnvoll genutzt wird mit Selbstfindung. Und mittlerweile, ich nenne das einfach mal so, ja, mit Selbstfindung. Weil, aber darauf kommt es zurück, weil wir uns mit Eigenständigkeit beschäftigen müssen. Das ist eine der großen Alternativen, die ich jedem ans Herz lege, sich mal mit zu beschäftigen, weil ihr glaubt nicht, was euch das eine Macht gibt. Über euch selber vor allen Dingen. Wow. Klar soweit. Wer das möchte, kann das einfach gerne machen. Das ist nicht schwer. Wer Fragen hat, kann sie mir gerne stellen. Dafür gibt es die Kommentarfunktion. Und wenn ihr mir vernünftige, konkrete Fragen stellt, dann kann ich da konkrete Antworten zu liefern. Im Moment denke ich bis jetzt einfach nur laut und rege zum Denken an. So, manche denken mit und manche denken halt nicht mit oder denken was anderes oder woanders mit. Jetzt bei dieser Thematik geht es halt darum. So, wie gesagt, ich mache mein Ding. Ich brauche mich nicht mehr krank schreiben zu lassen, weil ich keinen Grund dafür mehr sehe, weil ich das längst hinter mir habe. Und eben genau das, wovon ich gerade sage, ey, überlegt euch das mal als Investition in den Rest eures Lebens, euch mal krank schreiben zu lassen, um euch explizit mal mit euch selber zu beschäftigen und euren wirklichen Möglichkeiten. Und es reicht vollständig, dieses Interesse aufzubringen. Also notfalls macht euch in irgendeiner Form einen Vermerk an den Kühlschrank, damit ihr nicht vergesst, damit ihr euch, dass ihr sowas, irgendeine Frage, die euch mit euch selber beschäftigt, das wisst ihr am besten, wie ihr das für euch am besten macht. Das ist eine Anregung. So, was ihr daraus macht, könnt ihr euch jetzt selber aussuchen. Ne? Ich passe jetzt hier weiter lecker auf alles Mögliche auf, was mir in die Hände gegeben wurde. In vertrauliche Hände. Ich finde das toll. Da sind Menschen, die nicht Buh schreien, sowas kann man nicht mit fremdem Eigentum machen. Ich sage, doch, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man darum gebeten wird. So, und ne, die Michi ist eventuell eine der ersten offiziellen Auftraggeberinnen an das IHR, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Hab ja schon sowas auch gehabt schon. Aber jetzt halt eben nochmal so zum Vorzeigen, auf jeden Fall. So kann es auch gehen. Ne? Und wenn, das geht ja hier jetzt gerade nicht nur an die Leute, die hier in der Situation sind, dass sie fast demnächst nicht keine Wohnung mehr haben, sondern auch an die, die eine Wohnung übrig haben, nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und bevor euch dasselbe Schicksal ereilt wie den Herrn Becker und ihr dann auf einmal eine völlig ruinierte Immobilie da stehen habt, die überhaupt niemand mehr haben will. Naja, wenn wir uns jetzt nicht langsam anfangen zu helfen, dann weiß ich nicht, auf wen wir warten. Ne? Aber es ist nur eine Anregung. Ich hier, tschüss mit F, macht's gut, Friedensfinger hinterher und bis bald.